Spürt ihr es? Spürt ihr es? Ey, Freunde, ich hab eher flattern. Holy shit. Es gibt keinen, der so fresh reacted. Immer real, immer echt der Beste. Ey, wenn Sascha reagiert, bin ich ruckzuck da. Ey, wenn Sascha reagiert, Mann, dann guckst du's an. Jetzt, Freunde, gönnen wir uns ein Video, was ich mir eigentlich nur sehr ungern gönne. Aber das haben sich so viele von euch gewünscht. Und ich muss sagen, früher hätte ich mir das Video sehr gerne gegönnt, aber mittlerweile hat sich bei mir in den letzten Jahren komischerweise da echt eine Höhenangst entwickelt. Sie ist nicht so krass, dass ich jetzt nicht mal auf dem Balkon oder so stehen kann, das gibt's ja auch. Aber wenn ich jetzt irgendwo weiter oben bin, ja, zum Beispiel am Berg oder so, oder auf einer hohen Brücke oder was weiß ich, oder auf Klippen wie jetzt im Urlaub, Freunde, ich kenne das, so ein Gefühl im Magen, beziehungsweise da überall so in der Mitte des Körpers, da zieht so richtig, so ein richtiges Ziehen, was man sonst nicht kennt, nur wenn man irgendwo weit runter sieht. Und das hat es bei mir nicht gegeben. Und mittlerweile, Freunde, es ist richtig komisch. Ich war auf den Bergen unterwegs, überall. Ich habe eine Alpinausbildung gemacht mit dem Tourenschienen und so weiter beim Militär. Aber in letzter Zeit, keine Ahnung, was ist mir los. Ich hoffe, das geht wieder weg. Aber da backe ich solche Höhen überhaupt nicht mehr. Ich hoffe jetzt mal, dass das Video nicht zu krass wird. Denn es geht da, anscheinend klettert da jemand auf einen Turm hoch. Also das können wir uns ja gerne mal anschauen. Ich weiß nicht, ob es heftig wird, ob das echt zu krass ist, Freunde. Aber wir schauen es uns jetzt einfach mal an. Und zwar, dieser Dude, Freunde, der klettert nicht auf einen Turm mit 1 Meter, sondern dieser Dude, ich switch jetzt rüber, macht euch gefasst, ist auf einen Turm, auf den Shanghai Tower geklettert mit 650 Metern, laut hier dem Titel. Und das Video hat fast 92 Millionen Aufrufe. Freunde, es dauert leider nur 5 Minuten, ist immer schade, wenn so Videos, die so viel Aufrufe haben, so gut bewertet sind, immer nur kurz dauern. Aber irgendwie bin ich froh, denn ich hoffe, dass es nicht zu krass wird. Aber bei dieser Bewertung, ja Mann, Freunde, was kommt da auf uns zu? Lasst uns starten. Lasst uns starten. Oh Mann, es geht los. Что, снимает? Снимает. Da hoch. Da hoch, glaube ich, wollen sie, Freunde. Das wird wahrscheinlich der Tower sein. Bis da. Слушай, нам надо сейчас придумать, как мы лезем. Aber ich frage mich, darf man das? Aber darf man das überhaupt, Freunde? Real talk. Wie klettert ihr überhaupt drauf? Vor mit dem Lift? Oder fahren einfach mit dem Lift drauf? Ich check's nicht. Klettern die rauf? Mit Seil oder ohne Seil? Wahrscheinlich ohne, wenn es so viele Aufrufe hat. Sind die zu zweit? Ja, egal. Schauen wir mal. Und warum sind die maskiert? Die suchen einen Eingang. Okay, also sie wollen da illegal auf den Turm klettern. Von außen. Oder wie? Mit der GoPro am Start. Okay, lassen wir uns mal... Ah, die Russen. Lassen wir uns eher wieder die krassesten Dudes. Lassen wir uns mal darauf ein. Okay, also es ist safe mal verboten. Wir sind ja in der Nacht da irgendwie unterwegs. Ey, da ist ja nicht mal fertig, der Turm. Überall steht hier ein Gerüst. Okay. Bis jetzt geht's noch, also kein Ding. Oh, die waren aber jetzt schnell oben. Ey, ich dachte, die klettern darauf. Sind sie doch mit dem Lift hoch oder wie? Holy shit, echt auf den höchsten. What? Warum sitzt der da? Gut, dass es noch finster ist, weil da kann ich es mir noch nicht so richtig vorstellen. Ey, unten die Wolken. What the fuck, was sind das für Aufnahmen? Okay, jetzt ist es hell. Haben die gewartet oder so? Hä? Gehen sie jetzt wieder runter? Holy shit. Ah,
Die gehen hoch. Satina, Ruki. Ah! What? Vorne! Ich glaube, das ist der. Das ist der Krat. Da hat man doch am Anfang so ein. Ey, machen die das echt? Ja, Freunde. Die gehen darauf. Die gehen nicht darauf. Die gehen darauf. Holy shit. Das Ding ist halt auch, vor allem ohne Schutz, und die sind da illegal da, also du weißt ja nicht mal, haben die hier den Kran, ist das stabil, hält das überhaupt? What the fuck? Nein. Da ist ja nichts gesichert und vor allem auch das hier ist nicht gesichert. Das kann ja auch unstabil sein. Digi. Ey. Spürt ihr es? Ey, Freunde, ich hab ein Erflattern. Holy shit. What the fuck? Was? Wenn... Ein Fehltritt. Seht ihr, wie steil das ist? Da geht's gerade hoch! What? Hey, wenn das nicht stabil ist, das wackelt doch. Der Wind geht. Hey, wenn da die Kraft ausgeht. Das ist ja nicht mehr normal. Das kann mir keiner erzählen. Ist das echt? Ist das echt? Das ist echt. Mama в шоке будет. Holy shit. Da muss ja nur eine Schraube locker sein. Wow. Ich kann da nicht hinschauen. Der hält sich da nicht fest, stimmt's? Seht ihr das, Freunde? Hält sich der fest? Der hält sich nicht fest. Das juckt. Also das juckt. Der sitzt da. Oh mein fucking Gott. Ich weiß nicht, ob es euch da auch so geht, aber meine Hände schwitzen. Ich schwitze. Und... Na. Die Zeiten sind vorbei, wo ich mir sowas einfach gegönnt habe. Die sind vorbei.
Das ist nicht mehr die Zugspitze, das ist der Mount Everest. Real Talk. Ey, kribbelt's da bei euch auch so? Ey, ich will ja nichts sagen, Freunde, aber mir kribbelt's da irgendwie richtig in meinen Starkugeln. So. Heiliger Bimbam. Holy moly. Ja, Freunde, weg aus, weg damit. Zu krass, krass, krasses Video. Also lasst auf jeden Fall den Jungs da, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, dass ihr den Jungs da Support da lassen sollt on the roofs, weil dann machen sie es noch öfter und irgendwann fällt da einer runter. Aber Freunde, auf jeden Fall richtig, richtig krasses Video. Hat die Aufrufe und die ganzen Bewertungen definitiv verdient. Für mich, boah, zu heftig. Zu heftig. Schnell wieder weg da. Aber geiles Video. Geiles, geiles Video. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Hat über 90 Millionen Aufrufe mehr als verdient. Du bist in der Endcard drinne. Doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht. Such dir ein Video aus. Klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation? Dann lass ein Abo hier. Du weißt, es würde sich lohnen. Yeah.